Hallo, liebe YouTube-Fans, wir sind mal wieder im Hapsenhaus. Wir haben schon einige Zeit keine Videos mehr aufgenommen. Mein Schulfreund Karl-Günther Frisch, der vom Beruf Architekt ist und mich hier berät, der ist mal wieder da und wir wollen mal durchgehen, was ist da in den letzten Tagen passiert. Die Heizkörper, die sind zum Teil schon montiert. Und da gehen wir einfach mal durch, was gibt es dazu zu sagen, was man vielleicht beachten könnte, wenn Sie vor ähnlichen Fragestellungen stehen. Ja, ganz genau. Vielleicht sagst du was dazu. Ja, klar. Auch von mir erstmal hallo. Ne? Wir machen mal wieder eine Sequenz hier. Es ist inzwischen schon ein bisschen was passiert. Ich hier im farbfrohen Freizeit-Look. Und was ist passiert? Also die Heizkörper sind reingekommen. Vorher hat es natürlich eine Berechnung vom Fachingenieur gegeben, der hier Aufmaße gemacht hat, die Berechnung gemacht hat und hat dann hier die Vorschläge gemacht, wie die Heizkörper auszusehen haben in der Dimensionierung. Dann natürlich immer angepasst auch an die vorhandene Heizkörperfläche, die zur Verfügung steht. Das heißt also, hier konnten wir einen schönen großen Heizkörper hinmachen, der nur einlagig ist, einreihig, ne, um die ganze Strahlfläche zu benutzen. Die Vorbereitung war natürlich notwendig, dass wir hier ein bisschen vorher geweißelt haben. Ja, und Fenster nicht schon ausgemauert, da gibt es noch ein Video zu. Dann in anderen Geschossen haben wir sogar die Fensternischen, die alten Fensternischen, das war ja damals üblich. Ja, hier auch, hier auch. War das hier auch? Okay, ja, stimmt, hier sehe ich es. Ne? Alles ausgemauert worden, damit wir denn wir wollen ja die Wärme nicht nach draußen jagen, wir wollen sie behalten. Ne? So, was wurde noch gemacht? Nachdem die Heizkörper gesetzt wurden als erstes, ist jetzt die Firma dran, die Leitungen zu legen. Und das sehen wir hier genau, ich weiß nicht, oder ich stelle mich mal so hin. Na? Ich kann ja mal ein bisschen schwenken. Ja, das ist hier aus dem Nebenraum die Heizkörper auf schmalsten Wege in der Optimierung der vertikalen Stränge geführt würde. Und Sie sehen, dass wir hier mit sehr wenig hinkommen. Das Besondere ist vielleicht hier zu erwähnen, dass das Edelstahl ist und heute wird nicht mehr gelötet oder sonst was. Das ist alles geklemmt heute. Und die Abstände sind extra so, weil ja hier noch die Wärmeisolierung durchkommt. Jetzt sieht das natürlich so, wenn die Wärmeisolierung dann da drauf ist, nicht sehr schön aus. Es ist dann eine Geschmacksfrage, ob man es so lässt oder man kann es abkasteln. In die Wand würde ich es in diesem Fall nicht verlegen, weil das ist jetzt keine tragende Wand. Also das heißt, eine kleine L5er, 10er Wand, da würde mir zu viel verloren gehen. Da nehme ich lieber hier einen kleinen optischen Manko in Kauf. Aber wir können uns das ja in den anderen Räumen mal in gleicher Weise angucken. So, schauen wir mal im nächsten Raum. Sollen wir hier unten was sauber sagen hier? Ja, ja. So. Jetzt wird es hier duster, ne? Soll ich? Aber mal sind es noch. Mal klar. Lass mal so erkennen. Gut, dann gehe ich jetzt mal hin. So. So, jetzt sind wir hier im anderen Raum, genau gegenüber, auf der anderen Seite. Und Sie sehen, hier kommen die beiden vertikalen Leitungen an. Hier ist so recht kunstvoll, Handwerkskunst ist das schon fast, der Abzweig gemacht hier zu dem nächsten Heizkörper, der nicht an der Fenster sitzt. Das haben wir aus möblierungstechnischen Gründen gemacht, weil das hier ein Küchenraum wird, Küchen- und Essraum. So, und diese Leitungen gehen dann hier weiter, in diesem Fall horizontal, in das Geschoss darunter. Warum horizontal? Das können wir uns im Untergeschoss angucken. Auch hier nehmen wir eine kleine optische Einschränkung durchaus in Kauf. Hat auch den Vorteil, dass wir jederzeit hier wieder dran können, falls mal Undichtigkeiten entstehen. Müssen wir nicht lange rätseln, wo kommt das Wasser her. Schnell aufgemacht und wir können kontrollieren. So, dann gucken wir mal woanders. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, sagt man sich, wir haben ja hier die Klappe. Warum haben wir es da nicht nach der Seite verlegt, wo die Klappe hier ist, ne? Bodenluke. Ja, weil dieser Raum, da können wir es schwer kontrollieren und wir werden diesen Raum hier auch noch zumachen komplett. Dieser Raum wird nicht mehr gebraucht, toter Raum und wir können nachher nicht mehr da dran. Deswegen haben wir es an diesem Teil gemacht. Außerdem, das ist ein Kaltraum, sagten die. Das ist ein Kaltraum, weil er auch unbeheizt, der wird ein bisschen isoliert und dann ist Schluss, wird auch nicht als Stauraum mehr verwendet. Und das Wichtige ist, wir müssen hier können wir nur an die Wand unten dran. Wir müssen auf diese Seite wieder rausspringen, dann wären wir hier drüben und müssen hier wieder rein. Das ist sehr, sehr ungut. Also dann nehmen wir lieber diesen Teil hier in Kauf und bleiben in dem warmen Teil sozusagen. Aber das erklärt sich unten ganz schnell. Mhm. Ja, wenn man dann die Klappe noch aufmachen könnte, können wir nicht mehr. Dann sehen wir auch, da sind die Dachziegeln.
Und das heißt, dass die Leitungen könnten kaputt fallen. Ja, das kommt hinzu. Also ich habe da selber noch nicht reingeguckt. Ja, da sieht wenn man die freien Dachziegel zu sehen sind, das heißt also, der ganze Frost kommt rein bis hier vor. Und dann besteht die Gefahr, dass die Leitungen hier einfrieren. Das wollen wir auf keinen Fall. Das Risiko ist zu groß. Ne? Das haben die Heizungsmonteure gesagt. Ja, wir haben es aufgemacht und haben dann... Ja. Fall vollkommen richtig, müssen die nach hier reingeholt werden. Ich hab noch nicht mal reingeguckt, aber gut, nee, ich mal machen müssen. Da ist das hier sicher. Okay, jetzt kann die Aufmauerung. So, jetzt sind wir hier im Nebenraum. Hier sieht es ein bisschen anders aus, beziehungsweise erstmal die Gleichheit. Hier sehen wir nochmal ganz deutlich die Aufmauerung, die ich vorhin nicht so gut habe sehen können, weil das Fensterbrett nur bis dahin geht. Also hier haben wir schön mit dem Gasbetonstein aufgemauert, aufgeputzt, geweißelt, also mit Anstrich versehen, abriebfest natürlich. Und dann kam der Heizkörper hier drauf, auch nach Berechnung des Ingenieurs, des Fachingenieurs, der dieses natürlich mit eingerechnet hat, das muss man dazu sagen. So, eben waren wir stehen geblieben mit den Leitungen. Und hier sieht es etwas anders aus. Ich gehe mal hier rum. Hier ist auch wieder so eine schöne Klappe. Die ist verwendbar und deswegen haben wir sie auch verwendet. Und hier sieht man ganz deutlich, dass hier der Dachraum isoliert ist, genauso wie es hier der Wohnraum ist. Also können wir hier ganz bequem und wunderbar die Heizleitung von unten nach oben holen, die selbstverständlich hier auch nochmal isoliert werden. Aber hier ist vollkommen im Warmraum. Das ist jetzt hier kein Kaltraum wie der andere. Mhm. Da können wir so machen. Hier besteht also nicht die Gefahr, dass das kaputt wird. Ganz genau, so ist es. Das hat man sich damals auch schon gedacht und hat hier so eine wunderbare Konstruktion hingesetzt, um das zu verwenden. So, dann schauen wir mal weiter. So, ja, dann sind wir unter dem Raum, wo wir eben diese heiße Grundfunktion hatten. Genau, ja. Jetzt nochmal zur Erklärung, warum die oben im Obergeschoss horizontal verlegt wurden und dann nach unten. Ich mit meinem improvisierten Zeigestock, ne, kann man es hier recht genau sehen. Es ist so gemacht worden, dass es jetzt hier parallel zu dieser Wand runterkommt und zwar mit so wenig wie möglich Platzverbrauch. Das war der Sinn, sonst hätte man hier die Leitung nochmal drehen müssen und dann wäre hier eine sehr große Abkastung entstanden, die sehr, sehr unschön ist. Deswegen haben wir hier den Kompromiss lieber oben gemacht als hier. Und wie so eine Abkastung, und dann wird es hier weiter runtergeführt. Wie so eine Abkastung aussieht, das muss nicht dramatisch sein. Das blenden wir hier in so einem kleinen Bildchen aus. Das ist in dem Raum gleich, im gleichen Raum in so einer kleinen Ecke. Das ist nicht so dramatisch. So, wie sieht es unten aus? Wir kommen jetzt hier runter mit der Leitung. Mit der Steigleitung, wie das schön heißt. Und jetzt haben wir hier in diesem Raum die zwei Fenster mit der mittigen Tür. Und jetzt müssen natürlich diese Heizkörper... Warte mal, ich muss, glaube die Klampe anders stellen. Tut ruhig. So, jetzt sind wir hier nochmal mit neuer Kamerastellung. Ne, die Leitung kommt von oben runter, ne, warm, kalt. Sie sehen auch hier, das ist schön in Gummi eingelegt, damit wir keine Fließgeräusche haben, als auch Wärmeisolierung, dass da nichts passiert. Und jetzt müssen wir die beiden Heizkörper in diesem Raum, müssen wir auch beschickt werden. Und zu dem Zweck haben wir hier unten den Boden mal aufgemacht, um hier die Leitung reinzuschließen, anzuschließen. Warum mussten wir es machen? Weil wir hier unter der Tür lang müssen. Das ist ein bisschen problematisch gewesen, aber Sie sehen, es lässt sich gut lösen. Und so kommen wir recht bequem jetzt an diesen Heizkörper dran. Und später wird diese Sache isoliert mit einer Füllung oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das werden wir Ihnen dann noch zeigen. Und dann kommt mit dem endgültigen Bodenbelag wird man das nicht mehr sehen und kann da wunderbar diese Heizleitung verstecken. Manchmal muss es nämlich auch sein, in diesem Fall ganz wichtig in der Tür. So, dann gucken wir mal weiter. Wir sind hier in der Veranda und da haben wir das Glück, dass wir die Zuführung für die Heizkörper, die können wir also hier direkt aus dem Keller holen. Das macht am wenigsten optische Beeinträchtigung, aber da kannst du vielleicht viel besser was zu sagen. Ja, ganz genau. Also hier sehen wir ganz schön, zum einen fangen wir erstmal mit der Heizung an. Die haben wir hier auf die Kopfseite, auf das weit entfernteste Teil gelegt, damit wir schön Strahlungswärme nach hier kriegen. Die ist dreilagig ausgelegt, passt auch ganz gut unter die Fensterbank. Und das Leitungssystem, was du eben angesprochen hast, das ist ganz schön hier im Erdgeschoss, dass wir das in den Keller alles verlegen können. Da haben wir saubere Leitungsstränge und brauchen hier nur kurz durch die Decke stoßen, dann haben wir schon alles
erledigt. Ne? Hier nochmal das, was wir früher schon angesprochen haben, mit den ausgemauerten Wandnischen mit Gasbetonstein. Da haben wir hier wirklich recht Ruhe und das fühlt sich auch sogar angenehm an. Ne? So, dann gucken wir mal weiter. So, das ist die Strangführung, wie sie früher einmal war, die wir einfach nur wiederholen. Denn auch damals hat man die Strangführung eigentlich optimal gemacht und wir machen das Gleiche wieder. Was gut und bewährt sich gut bewährt hat, kann man ja ruhig übernehmen. Und da wir gerade an dieser Stelle sind, können wir nochmal einen Rückbezug nehmen auf den Unterzug. Wir hatten hier ursprünglich mal einen Wandabschnitt geplant, um diese tragende Wand wegzunehmen und hier eine Auflage des Unterzugs zu haben. Das haben wir jetzt in der Praxis nicht mehr gemacht. Wir haben uns einfach entschieden, den Träger durchlaufen zu lassen und die volle Wand rauszunehmen. So, das sieht man hier ganz deutlich. Das Ergebnis ist wunderbar geworden und auch preisgünstiger. Man muss immer vor Ort entscheiden, was ist besser. Zwischen Plan und Theorie und der Praxis vor Ort gibt es immer kleine Unterschiede. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt ist es hier natürlich zwischen Küche, das soll mal die Küche werden, und Wohnzimmer recht offen. Wir haben jetzt vor, hier so eine Art Raum da hinzusetzen als Wand, Stückchen Wand. Und das wird ein Heizkörper, der um die 60 cm breit ist und um die 2 Meter hoch. Der würde ungefähr, wir haben es hier sogar schon vorgezeichnet, hier würde er hinkommen und wird dann an diesen Steigstrang angeschlossen. Und das ergibt dann hier eine schöne warme Ecke für den Sitzbereich, als auch eine optische Trennung zu dem Wohnbereich. Das wird ein schöner, vorzeigbarer Körper und die Raumkonvektion ist auch nicht in dem Maße beeinträchtigt, wie man meint. So, dann gucken wir hier mal weiter. Hier sehen wir den zweiten Steigstrang von oben mit Vor- und Rücklauf, gut gekennzeichnet. Das wird dann hier in, nach unten geführt. Das viel mehr haben wir nicht an Steigsträngen. Da kommt noch einer dazu und dann war es das. Und das müssen wir jetzt versuchen, hier geschickt in die Küchenkombination einzubauen. Da müssen wir mit dem Küchenplaner reden. Da gibt es sicherlich noch interessante Varianten. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, machen wir gleich weiter. So, dann gucken wir mal hier. So, dieser Raum hier ist analog dem von oben in gleicher Weise auch entsprechend der Fachplan und der Heizkörper gesetzt worden, dass es passt. Und hier sehen wir, achso, vielleicht noch ganz kurz, warum ist der eingepackt? Den wollen wir so lange eingepackt lassen, bis hier alle weiteren Gewerke wie Fußbodenleger, Deckenbauer, Kartonbauer, Maler durch ist. Dann wird das abgenommen, denn sonst hätten wir in der Bauphase ganz schnell eine Beschädigung und das will niemand haben. Deswegen, der bleibt so lange wie es möglich ist eingepackt. Erst wenn er in Betrieb geht, wird er vorher ausgepackt. So, hier sehen wir ganz schön, wie man, das ist der letzte Steigstrang, den wir haben, die Abgänge zu den Heizungen in die Wand verlegen kann. Und hier sieht man sogar noch die Elektroleitung, wie sie in der Wand verlegt sind. Das muss man immer sehen, dass das recht kreuzungsfrei ist, aber hier problemlos. Dann wird das hier noch geschlossen. Dies hier können wir nach Gusto abkasteln, sage ich jetzt mal. So, oder auch nicht, das ist eine reine Geschmacksfrage. Oder wir lassen es ganz offen, dass dieser Teil mitheizt. Das können wir uns dann immer noch überlegen. Aber das ist immer eine Vorortentscheidung. So, das war es erstmal zu diesem Thema. Okay, dann danke ich dir für die Erläuterung. Ja, okay.